Mein Kalender sagt, es ist Anfang September 2019 und damit sind alle großen JDM-Treffen dieses Jahr gelaufen und auf welchem wir zuletzt waren, das erfahrt ihr nach dem Intro. Vom 30. August bis zum 1. September fand in Oschersleben wieder die Asia Arena statt. Wir waren natürlich wieder mit dabei und möchten darüber auch wieder einen kleinen Nachbericht erstellen. Leider nicht mit so viel Videomaterial wie beim Reisbrennen. Lag ganz einfach daran, dass ich alleine da war. Und ja, und mir war sehr warm. Es war unglaublich heiß an dem Tag. Ich war an dem Samstag da und es waren irgendwie gefühlt 35 Grad und ich war nur am Schwitzen, das war echt übel. Aber mehr dazu gleich. Erstmal ein paar Eindrücke von der Asia Arena 2019. Erstmal ganz großes Lob an die Motorsportarena Oschersleben für die tolle Organisation der Asia Arena. Vorweggenommen, die Asia Arena ist günstiger als andere Treffen. Ja, also ein Tageskasse-Personenticket kostet 25 € Freitag bis Sonntag gültig. Am nur Samstag, Sonntag 15 € für Fahrzeuge, 25 € für Samstag und Sonntag nur 15 €. Also das ist Kinder bis einschließlich 12 Jahre freier Eintritt. Also das finde ich schon sehr günstig für so ein facettenreiches Treffen.
Facettenreich ist ein gutes Stichwort, und zwar möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie das Programm aussah. Es gab, ich muss das wieder ablesen, weil das war wirklich wieder sehr, sehr viel, was dort geboten worden ist. Es gab das Asia Arena Training, das war letztendlich ein freies Fahren, bis zu 60 Minuten auf der Rennstrecke konnte man dort buchen, mit seinem Privatfahrzeug fahren. Wichtig war, glaube ich, nur, dass es Straßen zugelassen ist und dass man einen Helm auf hatte. Es gab die Drift-Action auf dem Driftplatz, ja, das kennt man ja wie bisher. Es gab Show- und Shine-Contest mit Pokale natürlich. Es gab diesmal zum ersten Mal die Achtelmeile. Und da war es ein bisschen schade, dass sich leider nicht so viele Teilnehmer angemeldet haben. Es waren, glaube ich, knapp 20 Teilnehmer. Zum Schluss sind noch zwei, drei Amis dazugekommen, die das Feld ein bisschen aufgemischt haben, ein bisschen Action gemacht haben mit Burnouts. Das fand ich ganz gut. Ansonsten konnte jeder gegen jeden fahren. Es gab keine Klassen wie bei anderen Treffen, dass jetzt irgendwo Fronttriebler, Hecktriebler und Allradfahrzeuge getrennt voneinander angetreten sind. Dafür waren es einfach zu wenig Fahrzeuge. Deswegen nächstes Mal fleißig anmelden, weil es war auch die Achtelmeile sehr gut organisiert. Das waren Holländer, glaube ich, die das gemacht haben. Sehr professionelle Zeitnahme, Zeiten wurden angezeigt, vernünftiger Ampelbaum vorne, super. Es gab die Asia School. Asia School war auch so eine Mischung, sag ich mal, aus wie wasche ich mein Auto richtig, wie erstelle ich irgendwelche Kostüme für Cosplay, wie nähe ich richtig oder sowas, wie pose ich richtig beim Cosplay und so. Da gab es so verschiedene Lehrgänge, ne, die fanden, ich glaube, am Samstag und am Sonntag primär statt. Es gab natürlich die Kartbahn war offen, also man konnte jederzeit halt Kart fahren. Das war eigentlich auch ganz cool. Den Kamikazeplatz, der Kamikazeplatz selber, das war so ein Driftübungsplatz letztendlich. Ich habe den nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, wo sie den hingestellt haben. Ich habe ihn nicht gesehen, aber gut. Public Race war letztendlich, habe ich nicht gesehen, weil es halt am Freitag und am Sonntag stattfand. Wer daran teilgenommen hat, kann es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. War letztendlich, wenn man so will, ein privates Rennen auf der Rennstrecke. Also erweitertes freies Fahren, möchte ich mal sagen. Soundmessungen gab es natürlich, DB-Contest war dabei und Meet the Driver. Das waren, ich glaube, so an die 20, 30 Fahrer, die ihren eigenen Platz hatten mit ihren Fahrzeugen, die man halt quasi ansprechen konnte zu ihrem Fahrzeug, die dann und immer präsent waren dort. Ja, nebenbei gab es natürlich noch das große Cosplay oder den Cosplay-Bereich mit einem eigenen Cosplay-Programm, mit einem Bühnenprogramm, mit Fotografen. Es war dort halt wirklich, wurde sehr viel geboten halt. Man konnte sich auch sehr viel anschauen, Kostüme und Kontakte knüpfen halt auch. Das war ganz interessant. Neben dem Cosplay gab es natürlich auch wieder genug für Kinder. Ja, also es gab ein Anime-Kino. Ich weiß nicht, ob die alle jugendfrei waren, die Animes, die dort gezeigt worden sind. Aber egal, ich habe es nicht gesehen. Es gab natürlich Hüpfbogen. Es gab so einen kleinen Hindernisparcours, den man ablaufen konnte. War leider allerdings ein bisschen sehr heiß an dem Tag, um das halt wirklich genießen zu können oder machen zu können. Es gab Bogenschützen, es gab Kampfsport wurde gezeigt und Bühnenauftritte natürlich von den Cosplayern, die haben gesungen, posiert und gezeigt, was sie halt so können. Ja, ansonsten war die Händlermeile ganz gut bestückt und auch wieder sehr unterschiedlich bestückt. Das heißt, in den ersten Boxen waren natürlich die Cosplayer dann vertreten. Und auch diverse Künstler, die Karikaturen angefertigt haben, die Mangas gezeichnet haben und ein bisschen was gebastelt haben und sowas. Also das war sehr spannend zu sehen. Es gab eine Box, da konnte man halt diese Manga-Püppchen kaufen. Ja, die waren alles Mädchen, komischerweise. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht warum. Aber gut. Und dann später kamen natürlich dann auch diverse Autohäuser dazu. Es waren Honda-Autohaus dabei, Nissan-Autohaus war dabei. Honda war sehr präsent bei dem Treffen. Es gab eine kleine NSX-Ausstellung, es gab eine Civic Type R-Ausstellung und die hatten quasi ihren eigenen Bereich so ein bisschen dafür. Es gab natürlich die Pro-Drifter, die gefahren sind, waren auch relativ wenig Teilnehmer tatsächlich, die dort
zugegen waren, und die Abstände, bis die Drifter wieder gefahren sind, waren teilweise relativ groß, muss man leider sagen. Von daher sage ich, kommt einfach zu der Veranstaltung, es lohnt sich, es ist günstig, es liegt relativ zentral in Deutschland, es ist gut organisiert, ihr habt wenig Wartezeiten und es ist halt für jeden was geboten. Und als Verbesserungsvorschlag für mich wäre vielleicht, dass man einige Sachen mehr in den Abend halt reinlegt, weil vielleicht das Wetter dann kühler wird oder halt Lichttechnik besser wird. Oder die Effekte, wenn man zum Beispiel bei Dunkelheit driftet mit entsprechender Beleuchtung, das sieht dann halt ganz cool aus. Und das zieht natürlich. Festzelt gab es natürlich auch mit Party hinten dran. War natürlich aufgrund der Hitze nicht so stark besucht an dem Samstag. Also ich habe ordentlich geschwitzt. Das war wirklich deutlich über 30 Grad. Und die Getränkebude war gut besucht. Also die haben richtig zu tun gehabt. Die haben mir so ein bisschen leid getan. Ja, ansonsten hat mir das wieder sehr gut gefallen. Ich kann es euch nur anraten fürs nächste Jahr. Wer dabei war, kann es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wer nicht dabei war, kann gerne mal reinschreiben, warum ihr nicht dabei wart. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auf einem der nächsten großen JDM-Treffen. Ich bin auf jeden Fall wieder bei den Pflichtterminen dabei. Und natürlich würde es uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal auf unser Nissan Summer Meet kommt. Ansonsten Video liken, teilen, kommentieren. Haben wir ganz gerne. Bis zum nächsten Video. Euer Tino.